Wie blöde ist Social Media? Das ist die Frage, die wir uns an diesem Montag stellen. Noch schnell die Kamera richtig justieren und los geht's. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von Frau Adrienne Fichter heißt die junge Dame. Ein Blogartikel, die sich dagegen wehrt, dass sich ein renommierter Werber über Social Media ausgelassen hat und dieser Werber Social Media als blöde bezeichnet hat. Sie wehrt sich, das wäre eine Unverschämtheit, der Herr hätte das ja gar nicht verstanden, Social Media, pipapo. Da stellt sich doch die Frage, und gerade in einer Zeit, wo Facebook, das Flaggschiff der Social Media Szene, wo Facebook keine überzeugenden Börsenzahlen vorweisen kann, wo Facebook mit massiven Problemen zu kämpfen hat. Die Jungen springen ab. Facebook ist nicht mehr hip. Die Interaktionsraten von Unternehmen und Usern, Likern, sinken dramatisch von 4,5% auf 1,5%. Das heißt, wenn Sie 1.000 Fans haben, dann reagieren auf Ihre Posts nur noch 100. Facebook hat massive Probleme mit Social Media. Der Lack ist ab. Der Hype ist durch und ist vorbei. Interessanterweise habe ich Social Media Kurse und Workshops angeboten und habe immer behauptet, seit 2008, ich bin kein Social Media Berater. Warum habe ich das behauptet? Weil das Social Media Elend, weil die Aussagen, das Gefühl, Social Media ist blöde, viel auch mit dem blöden Social Media Berater zu tun haben. Social Media ist sowieso ein Beratungsmarkt, wo unter dem Label Revolution, Paradigmenwechsel, was ganz Neues, was wird verkauft? Biederkeit. Und das ist das Problem. Biederkeit interessiert keinen Schwein auf Social Media. Warum soll ich meine Freizeit, ich gehe nicht auf Facebook, um mir eine Waschmaschine zu kaufen. Ich gehe nicht in meiner Freizeit auf Twitter, weil ich langweilige Unternehmensnachrichten lesen will. Weil ich auch nicht Teletubby-Kommunikation lesen will. Doch Teletubby Verhalten, Social Kuscheln, wir sind ja alle so nett, wir sind alle so lieb, ha, 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 zeichnet die Social Media Szene aus. Die Social Media Szene ist hochredundant, hoch mit ihren eigenen Thesen befasst, schafft es aber nicht, das Entscheidende im Web 2.0 anzubieten. Kreativität, Ideen, Relevanz, Differenzierung, macht was, nehmt den Finger raus, unterscheidet euch, Unternehmen. Social Media Berater sind genau das Gegenteil. Die Social Media Berater verkaufen unter dem Schlagwort Revolution Konservatismus, Angst und Biederkeit in einem Wort. Beispiel. Es gibt eine sogenannte Frau Schindler PR 2.0. Irgendein Buch. Was wird da programmiert? Netiquette wäre ganz wichtig. Netiquette, wie man sich verhalten soll. Das wieder, wir sind alle nett und was weiß ich. Netiquette interessiert kein Schwein. Und ein Unternehmen in erster Linie formale Prozesse zu verkaufen, im Social Media, im Web 2.0 Zeitalter, ist meiner Meinung nach hoch unanständig. Damit kann man Geld machen. Man kann am meisten Geld, kann man mit Angst machen, nicht mit Mut. Doch ich finde, das ist nicht die Lösung, Angst zu verkaufen. Zweites Beispiel, Frau Schwede, Deeskalation. Wie? Das ist ein Riesenthema. Und jeder zweite, dritte Social Media Berater hat das ganz groß auf seiner Agenda stehen. Shitstorms, was machen wir, wenn Shitstorms passieren? Wie gehen wir mit Trollen um? Deeskalationsmechanismus, solche Geschichten. Kinder, in der Schweiz hat es noch keinen richtigen Shitstorm gegeben. Und seid mal froh, wenn überhaupt ein bisschen Wind in eure Auftritte kommt.
Ihr braucht keine Deeskalationsmodelle, ihr braucht Eskalationsmodelle. Eskalationsmodelle, dass überhaupt was passiert. Das wäre die eigentliche Aufgabe, so wie ich sie verstehe und wie ich sie auch handle, von Social Media Beratern. Bei dem Kulturwandel zu helfen. Und Kultur hat was mit Kreativität zu tun und nicht mit euren formalen Prozessen und der Angst, die ihr verkauft. Ihr seid nicht ein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems. Ihr seid hochredundant, genauso wie Unternehmen, die immer nur um sich selber kreisen. Ihr schafft es nicht, die Unternehmen zum Hüpfen zu bringen. Ob wir das schaffen mit Brandschirm, ist eine andere Frage. Es ist auch ein bisschen vermessen, von einem kleinen Auftritt, den ich lanciert habe, zu meinen, dass das die Lösung im ganzen Social Media Elend wäre. Gut, noch eine Frage und noch eine letzte Bemerkung, bevor ich in die Ferien entschwinde. Die Social Media Berater machen sich oft über Werbeagenturen lustig. Die hättest du ja noch gar nicht verstanden. Nein, Top-Down ist vorbei. Haha, Grassroots-Marketing und wie auch immer. Ich habe die Werbung auch auf dieser Plattform oft genug kritisiert. Und vor allem die Werbephilosophie, die mehr auf Schein als auf Sein basiert. Die Scheinphilosophie, wir tun so als ob, die funktioniert nicht mehr. Aber die Werbeagenturen, die Werber haben eine Kernkompetenz, die Social Media Berater mit ihren vielen Kursen, mit ihren vielen Tagungen nicht haben. Und das ist Kreativität. Kreativität. Wer hat Obermutten den Auftritt, der so zum Gespräch geworden ist, der solche Wellen geschlagen hat, PR-mäßig, international? Wer hat den kreiert? Eine Werbeagentur. Wer hat den erfolgreichsten Social-Media-Auftritt einer Organisation kreiert? Nämlich von Frankie Slowdown. Eine Werbeagentur. Und wenn ihr nicht glaubt, dass Kreativität wichtig ist, einer der erfolgreichsten Auftritte, nein, komm, bleiben wir beim roten Faden. Einer der erfolgreichsten Auftritte ist der von der Bach Foundation in der Schweiz. Die erfolgreichste, einer der erfolgreichsten mit 250.000 oder noch mehr Followers Auftritten, einer der erfolgreichsten Facebook-Auftritte ist World Architects. Auch da geht es um Kreativität. Und dahinter steht eine sehr, sehr renommierte Werberin. Valentina Herrmann. Deswegen frage ich mich, liebe Social Media Berater, euer Elend ist, dass viele von euch aus der Techie-Szene kommen, Nerds sind und keine Erfahrung, eine vertiefte Erfahrung von Kommunikation und Kreativität. Social Media Berater kommen mir vor wie die APG des Internets. Die APG des Internets. Ihr verkauft Plakatwände. Ihr verkauft aber keine Plakatideen. Und das ist das Problem. Und das ist die Herausforderung. Die Herausforderung ist, das Unternehmen als Sinnmarke, als moderne Sinnmarke, mehr Relevanz für ihre eigene Value Proposition, für ihren eigenen Ansatz, für ihre Philosophie gewinnen müssen, aber auch den Mut haben müssen, dass zu leben und rauszuschreien, rauszukacken, kreativ erlebbar zu machen. Gut, das war das Wort zum Montag. Ich bin jetzt weg in den Ferien und mal schauen, wann die nächste kleine Brandchamp-Speech kommt.